Aussichtsreich war die erst 17-jährige Petrissa Solja vom TTSV Saarlouis Frau Lautern in die Einzelkonkurrenz gestartet. Aber im Viertelfinale gegen die routinierte Vize-Europameisterin Irene Ivanchan aus Berlin, quasi Heimspiel, hatte sie ja schon Endstation. Ivanchan einfach variabler. Ich hatte zwischendrin enorme Aussetzer und dann bin ich immer wieder rangekommen und dann hat es zum Schluss doch nicht gereicht. Aber eine Nummer ist auf jeden Fall nicht zu hoch. Ich habe auch schon oft gegen sie gewonnen. Aber es gab ja auch noch Bastian Steger und der wollte seine beiden Vorjahrstitel, also auch den im Doppel, verteidigen. Mit Lars Hielscher gegen Dmitri Ovtcharov und Patrick Baum gab es einen 4:2-Sieg und damit die Titelverteidigung. Zweien hatten wir knapp gegen die beiden verloren im Finale. Dieses Jahr war das bessere Ende für uns. Ja, ich muss sagen, wir haben wirklich sehr, sehr gut gespielt, taktisch sehr klug und glaube auch verdient gewonnen. Der Weg im Einzel führte im Halbfinale über den starken Christian Süß, der schon 3:1 führte und den Sack hätte zubinden können. Aber nicht heute und nicht mit Bastian Steger, der vom fünften Satz an aufdrehte und das Spiel noch zu seinen Gunsten kippte. Nervenstark auch diesmal wieder dieser Steger. Es ist so, dass die Spieler einfach, die in der Weltrangliste auch weiter vorne sind, zu Recht im Halbfinale standen. Und die Form im Hinblick auf die WM ist ganz okay. Dann das Finale. Es kam zur Neuauflage gegen Dmitri Ovtcharov. Die beiden hatten schon im Vorjahr gegeneinander gespielt. Und schauen Sie mal hin. Das war keineswegs eine Show, sondern das war der Satzball. Und da staunt auch Timo Boll, der ja aus gesundheitlichen Gründen, aus Verletzungsgründen nicht dabei sein konnte. Auch hier gewann Bastian Steger, Doppelerfolg für ihn. Beide also bestens präpariert für die baldige Team-WM in Dortmund. Steger ist eigentlich der überlegene Spieler, am Anfang 2:0 geführt. Ja, war knapp davor 3:0 zu führen. Dann kämpfe ich mich zurück und kann es mir manchmal selber nicht erklären, wie das dann abläuft. Aber ist natürlich umso schöner, wenn man dann am Ende als Sieger aus der Box geht. Ein strahlender Sieger, der doppelte Goldmedaillengewinner bei den 80. deutschen Meisterschaften im Doppel und Einzel. Bastian Steger vom 1. FC Saarbrücken.